Ja, die Projektgruppe hat sich natürlich für innovative Technik entschieden und sucht da immer fortschrittliche Methoden, um Gewicht einzusparen. Wir haben eine Batterie gesucht, die einfach einzubauen ist. Die Lithium-Batterietechnik ist mit einem Anschluss darstellbar und somit ist die Umrüstung problemlos. Die Kapazität ist sehr viel stärker wie eine baulich gleich große andere Batterie. Und die Lebensdauer ist natürlich auch ausschlaggebend gewesen, dass man sich für diese Variante entschieden hat. Die herkömmliche Bleibatterie wiegt ungefähr 35 Kilo, die Lithiumbatterie hingegen nur 17 Kilo. Die Basisfahrzeuge mit der modernen Technik werden immer schwerer. Das geht zulasten der Zuladung. Um hier Gewicht einzusparen, versuchen wir natürlich auch die Technik zu optimieren. Als Ladesystem haben wir ein kompaktes Gerät, passend zum Lithium-Batteriepaket gewählt. Hier ist das Wechselrichtermodul gleich im Ladegerät integriert, sodass wir auch während der Fahrt 230 Volt Stromversorgung zur Verfügung haben. Eine herkömmliche Batterie hat eine Lebensdauer von ungefähr 350 Ladezyklen und die Lithium-Batterie liegt bei ungefähr 3000 Zyklen.